als die Dämonen lachten. In vergangenen Zeiten lebte einmal irgendwo ein sehr reicher Mann, dessen allerliebste einzige Tochter sollte in ein Dorf in weiter Ferne heiraten. Als nun der Tag der Hochzeit anbrach, kamen vom Haus des Bräutigams prunkvolle Sänften, um sie abzuholen. So gaben ihr nicht nur die Mutter, sondern auch die Verwandten in zahlreichen Sänften das Geleit. Und unter den neckenden Rufen »Junge Frau, junge Frau« überschritten sie Bergrücken und Gebirgspässe. Da senkte sich plötzlich vom Himmel eine tiefschwarze Wolke herab und verhüllte die Sänfte der Braut. Während alle noch riefen »Was ist los, was sollen wir tun?« entführte die schwarze Wolke die Braut mit ihrer Sänfte in die Lüfte. Als die Mutter sich nun ihrer geliebten Tochter beraubt sah, machte sie sich Sorgen, bis sie nahe daran war, den Verstand zu verlieren und sprach, »Nie und nimmer werde ich aufhören, nach meiner Tochter zu suchen.« Sie packte sich gekochten Reis auf den Rücken und durchstreifte suchend das Gebirge, ohne einen Hinweis, der ihr gesagt hätte, wohin. Bei dieser Suche über Felder und Berge hinweg neigte sich der Tag dem Ende zu. Da erhob sich ihr gerade gegenüber ein kleiner Tempel. Dort hinein ging sie und sprach, »Wenn er auch äußerst armselig ist, so ist es doch vielleicht möglich, für diese Nacht ein Obdach zu erhalten.« Da trat von drinnen eine Nonne heraus und erklärte, »Es gibt hier zwar weder wärmende Kleider noch Essen, aber übernachten könnt ihr jedenfalls.« Die Mutter ging also in den Tempel hinein, und weil sie müde war, legte sie sich sofort nieder. Da zog die Nonne ihr eigenes Gewand aus und ließ es sie überziehen. Nachdem sie es angezogen hatte, sprach die Nonne folgendermaßen, »Eure Tochter, die ihr sucht, wurde in das Haus eines Dämons jenseits des Flusses entführt. Da aber am Fluss ein Riesenhund und ein Geisterhund Wache halten, ist es unmöglich, dorthin zu gehen. Sei es nun auch so, wenn sie einmal ein Mittagsschläfchen halten sollten und ihr diese günstige Gelegenheit wahrnehmt und versucht hinüberzugehen, so dürftet ihr vielleicht hinüberkommen. Doch das ist eine Brücke, die man die Soroban-Kugelbrücke nennt. Ihr sind Kugeln in großer Zahl eingebaut, also müsst ihr sie so überqueren, dass ihr nicht auf die Kugeln tretet. Wenn ihr stets daran denkt, nicht auf die Kugeln zu treten, könnt ihr sicher sein, wieder in euer Heimatdorf zurückzukehren.« Am nächsten Morgen wurde die Mutter von einem raschelnden Geräusch aufgeschreckt und öffnete die Augen. Da waren um sie herum nichts als Schilffelder, und da der Tempel fehlte, war natürlich auch die Nonne nirgends zu sehen. Nur die Schilfgräser rauschten traurig im Morgenwind. Die Mutter aber hatte einen vom Regen und Wind gebleichten Grabstein zum Kopfkissen genommen und darauf geschlafen. »Frau Nonne, ich danke euch«, rief sie und erstattete so ihren Dank. Als sie nun auf dem ihr gewiesenen Weg in die Nähe des Flusses kam, hielten der Riesenhund und der Geisterhund wirklich gerade ein Schläfchen. So überquerte sie bei dieser Gelegenheit mit aller Vorsicht, um nicht auf die Kugeln der Soroban-Brücke zu treten, den Fluss. Nachdem sie mit vieler Mühe den Fluss überschritten hatte und vorwärts eilte, ertönte das vertraute Geräusch eines Webstuhles. Unwillkürlich rief die Mutter, »Töchterchen!« Da erschien die Tochter und beide liefen aufeinander zu und umarmten sich und freuten sich. Nach einer Weile setzte die Tochter der Mutter in großer Eile den Abendreis vor und sprach, »Wenn du von dem Dämon gefunden würdest, gäbe es ein großes Unglück.« Und dann verbarg sich die Mutter in einer Steinkiste. Bald darauf kehrte der Dämon zurück. »Ich rieche doch ein menschliches Wesen«, rief er und schnüffelte dabei mit seiner Nase herum. Das Mädchen aber entgegnete, dass es das nicht begreife, und erklärte, wenn es aber so sei, solle er doch einfach im Garten die Blumen anschauen gehen. Im Garten nämlich gab es wundersame Blumen. So viele menschliche Wesen im Haus waren, so viele erblühten. Da sich nun an diesem Tag drei geöffnet hatten, kam der Dämon ungeheuer zornig zurück. »Wo hast du den Menschen verborgen?« schrie er und wollte es jetzt sogar packen. Unablässig überlegte das Mädchen, was es tun solle, und plötzlich kam ihm ein Gedanke. »Ich bin schwanger, deshalb sind es drei Blüten«, sprach es. Da freute sich der erzürnte Dämon so, dass er sich fast auf den Kopf stellte. Im Übermaß seiner Freude brüllte er laut und rief seine Diener zusammen. »Ihr Diener auf! Bringt Sake, bringt Trommeln und die Wachen am Fluss prügelt zu Tode!« So schrie er und sprang umher. Auch seine Diener freuten sich und mit den Rufen »Wein, Trommeln, prügelt diesen Riesenhund und den Geisterhund zu Tode!« begannen sie ein großes Gelage. Bald waren die Dämonen vom Sake schwer betrunken und fielen im Schlaf. Der Oberdämon aber sprach, »Frau, wenn ich eingeschlafen bin, dann lege mich in die Holzkiste.« Erleichtert atmete das Mädchen auf, dass er sich die Holzkiste gewählt hatte. Nach einer Weile legte es den Dämon in diese hinein und schloss ihre sieben Deckel mit sieben Schlüsseln zu.
Dann holte es eilig seine Mutter aus der Steinkiste und beide flohen aus dem Haus des Dämons. Da der Riesenhund und der Geisterhund getötet worden waren und sie auch sonst niemand entdeckte, gingen sie zu dem Schuppen, wo die Fahrzeuge aufbewahrt wurden. Während sie aber noch beratschlagten, ist der 10.000-Meilen-Wagen oder der 1.000-Meilen-Wagen besser, erschien die Nonne und sprach, weder der 10.000-Meilen-Wagen noch der 1.000-Meile-Wagen ist von Nutzen, flieht schnell mit dem Schiff. Also bestiegen Mutter und Tochter das Schiff und flohen so schnell sie konnten den Fluss hinab. Als dem Dämon, der in der Holzkiste schlief, die Kehle trocken wurde und er, wie oft er auch, »Frau, bringt mir Wasser«, brüllte, keine Antwort bekam, brach er gewaltsam die 7 Deckel auf, kam heraus und schaute, aber seine Frau war nicht da. Wo er auch suchte, sie war spurlos verschwunden. »Dieser Balg bildet sich ein, entfliehen zu können«, schrie er und weckte seine Diener auf. Als sie dann zum Fahrzeugschuppen gingen und nachschauten, war das Schiff nicht mehr da. Deshalb gingen alle zu Fuß und suchten dort. Das Schiff von Mutter und Tochter aber war schon in weite Ferne entschwunden. Da befahl der Dämon seinen Dienern, sauf das Wasser des Flusses bis zur Neige aus. Die Scharen von Dämonen gehorchten sofort. Sie steckten ihren Kopf in den Fluss und schlürfend begannen sie das Wasser zu saufen. Dabei saugten sie das Wasser an und mit diesem kam auch das Schiff von Mutter und Tochter allmählich zurück. Da sie jeden Augenblick in Reichweite des Dämons kommen mussten, schickten sie sich bereits darein, dass es keine Rettung mehr gäbe. Als ihnen wiederum die Nonne erschien und sprach, »Unverzüglich, zeigt schnell euer Geheimstes den Dämonen.« Da hoben sie, zusammen mit der Nonne, zu dritt den Saum ihrer Gewänder. Als die Dämonen dies sahen, lachten sie dröhnend und lachten immer mehr und wälzten sich am Boden und lachten und spien dabei das Wasser, welches sie getrunken hatte, alles wieder aus. Da fuhr das Schiff wieder in die Ferne und Mutter und Tochter konnten ihr bedrohtes Leben retten. Da sie dies allein der Nonne verdankten, sprachen sie ihr herzlichst ihren Dank aus. Die Nonne aber entgegnete, »Da ich nur ein Grabstein inmitten von Feldern bin, legt bitte jedes Jahr einen Grabstein mehr neben mich. Darüber freue ich mich am meisten.« Dann verschwand sie. Mutter und Tochter konnten sicher nach Hause zurückkehren und vergaßen von da an niemals die Wohltat der Nonne. Jedes Jahr stellten sie einen weiteren Grabstein auf. So wird erzählt.